Unter dem Titel Unser Auftrag – Lebensmittelsicherheit im Burgenland luden der ÖVP-Europaabgeordnete Christian Sagard, die Europaabgeordnete Simone Schmidbauer, der Abgeordnete zum Nationalrat Niki Belakovic und Landtagsabgeordnete Karina Laschober-Louis ein. Dankeschön dafür euer Interesse an unserer Pressekonferenz. Ich habe mit dem heutigen Tag meine Tour gestartet. Die Volkspartei Burgenland macht eine Sommertour mit über 100 Stationen. Die erste Station ist heute mit mir, mit dem Nationalratsabgeordneten Belakovic, mit der Landtagsabgeordneten Karina Laschober-Louis. Und ganz besonders freut mich, dass eine Kollegin aus dem Europaparlament heute, wenn man so will, unser Stargast ist, unser Verantwortlicher für landwirtschaftliche Themen im Europaparlament seitens der ÖVP-Delegation, die Simone Schmidbauer aus der Steiermark. Gemeinsam haben wir heute uns ein Thema im Pressegespräch gewählt, das, glaube ich, durch die Ereignisse der letzten Monate, auch bedingt durch den Klimawandel, mittlerweile in den Köpfen vieler Menschen angekommen ist, ohne dass man da großartig Bewusstseinsbildung machen musste. Nämlich die Frage, wie sicher ist die Versorgung mit Lebensmitteln in Österreich und heute explizit im Burgenland. Mag sein, dass für viele Menschen das eine Selbstverständlichkeit ist, dass sie vor vollen Regalen im Supermarkt stehen. Gleichzeitig ist es aber auch für uns als politische Verantwortungsträger eine Aufgabe, eine Verpflichtung, das sicherzustellen, und zwar im ganzen Jahr und 365 Tage im Jahr Lieferketten zu garantieren. Und dass das alles eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist, das hat uns Corona bewusst gemacht. Also vielleicht erinnern Sie sich noch alle an die Schockmomente, wo ein burgenländischer Nudelproduzent die Menschen aufgerufen hat, sie mögen sich doch bitte überlegen und nicht das ganze Regal leerräumen. Es wird auch nächste Woche, im nächsten Monat wieder Nudeln geben. Ähnliches gab es bei anderen Versorgungsgütern und wir haben eines gemerkt, wie wenig wir eigentlich in Österreich, im Burgenland noch einen Selbstversorgungsgrad bei Lebensmitteln haben. All das gilt es auf europäischer Ebene, auf Bundesebene und auf Landesebene sicherzustellen. Da gibt es viele Überlegungen, die die Kolleginnen und Kollegen neben mir weit besser Ihnen politisch näher bringen können als jeder andere. Ich möchte das Thema von einer eher nationalen Ebene auf eine internationale heben. Ich bin verantwortliches Mitglied im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit im Europäischen Parlament und da wird einem halt bewusst, dass diese Situation, die wir heute auch am Bauernhof der Familie Laschober-Louis erlebt haben, die wir hier vielleicht auch bei uns in den Breiten einfach so kennen, dass Lebensmittelversorgung und die täglichen Güter eine Selbstverständlichkeit für viele darstellen, eigentlich weltweit, global gesehen, ein Luxusproblem ist. Also diese Situation, dass Menschen Ernährungssicherheit vorfinden, ist eigentlich für viele, viele Millionen Menschen kein Thema. Wir haben 345 Millionen Menschen, die alleine durch die Situation rund um Covid Anfang 2020 akut in ihrer Ernährungsversorgung gefährdet waren. Das ist ein riesiger Anstieg. Es waren vor 6 Jahren noch 80 Millionen. Kurz vor Ausbruch der Covid-Krise waren es 135 und aktuell durch den Krieg in der Ukraine 345 Millionen in der ganzen Welt. Europa hat hier klarerweise durch die Situation ein Umdenken eingeleitet. Es gibt viele Maßnahmen, die diese Situation verbessern sollen, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Aber Tatsache ist, wir müssen zu Hause anfangen. Und die Volkspartei Burgenland sagt einmal mehr, für uns gilt bei allen Fragen Dächer vor Äcker, wenn es um Energieerzeugung geht und Photovoltaikpaneele. Gerade wenn wir heute darüber reden, dass Ernährungssicherheit ein Thema ist, dann ist eben jeder Quadratmeter, den ich auf einer Dachfläche nutzen kann, besser als ein einziger Quadratmeter, den ich auf fruchtbaren Ackerboden verbrauchen muss. Und dazu bekennen wir uns, das ist eine Grundsatzfrage für uns und nicht eine Frage der Verfügbarkeit, denn wir müssen in die Zukunft sehen, über die nächsten Jahrzehnte hinausdenken, denn dieses Thema ist ja jetzt kein Thema für die nächsten Monate und Jahre, nicht Thema, weil es einen Krieg gibt, sondern eine Frage für Generationen. Ich freue mich, dass wir heute ein, glaube ich, sehr umfangreiches Thema, ein umfangreiches Programm zusammengestellt haben. Danke an Simone, Karina und Niki, dass Sie heute gemeinsam mit mir diese Tour in Oberwart starten. Wir sind heute in Dinkerfeld bei der Familie Laschober-Louis. Wir gehen dann weiter zu einem Hofladen in Riedlingsdorf. Dann werden wir uns austauschen mit Kammerrätinnen und den Landesbäuerinnen und Vertretern der Landwirtschaftskammer in Oberwart. Und abschließend werden wir das alles am Obsthof Horzl in Kuckmieren, also heute unterwegs in den Bezirken Oberwart und Güssing. Danke für euer Dabeisein und ich
darf an die Kollegin aus dem Europäischen Parlament das Wort übergeben und dich nochmal herzlich willkommen heißen, Simone. Dankeschön. Ja, danke vielmals. Ich darf auch alle begrüßen und danke sagen für das Interesse. Christian Sagatz von uns im EU-Parlament, von den Kolleginnen und Kollegen, wirklich herzlichst unser Sage. Ist etwas später zu uns nach Brüssel gestoßen und ist einfach sehr, sehr wertvoll für das Team der Delegation Österreichs. Wir haben ihn wirklich kennen und schätzen gelernt, weil wir sind ja alle aufgeteilt in den verschiedensten Ausschüssen. Also so wie der Christian jetzt schon gesagt hat, er seine Ausschüsse betreut und sich da natürlich intensivst hineinkämpft und mit der Thematik auseinandersetzt. So betreuen wir alle unsere Ausschüsse. Beim Christian ist der große Unterschied, dass er sich wirklich auch sehr für die Arbeiten in den anderen Ausschüssen betrifft. Vor allem das Thema, das du jetzt angesprochen hast, die Lebensmittelversorgungssicherheit. Danke, dass wir auch sozusagen deine Zeit heute stehlen dürfen. Ihr habt genug zu tun, das ist ein wunderbarer Betrieb, irrsinnig vielseitig. Ja, das ist ein Idyll da, ein Kleinod eigentlich, wo man sicherlich länger verweilen könnte. Und mit dem Niki Berlakovic, den ich auch viele Jahre schon kennen und schätzen gelernt habe, pflege ich natürlich auch einen intensiven Austausch, weil es für uns wichtig ist, dass wir uns austauschen, vernetzen, schauen, wo sind die Probleme zu Hause und wo können wir helfen. Das Thema Lebensmittelversorgungssicherheit ist etwas, das uns seit 24. Februar natürlich in unendlich vielen Sitzungen, Krisensitzungen, Sondersitzungen im Europaparlament beschäftigt. Wir haben in Österreich, sind wir gut aufgestellt, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Anders schaut es in anderen Mitgliedstaaten aus, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Die 345 Millionen Menschen, die akut momentan betroffen sind, ganz viele Kinder natürlich, die darunter leiden, keine Ernährungssicherheit zu haben, viele Frauen. Und seit dem Kriegsbeginn hat sich diese Situation natürlich verschärft. Wir schauen jetzt und haben in vielen Sitzungen mit unserem Kommissar Wojciechowski darauf gedrängt, Stilllegungsflächen wieder in Anspruch nehmen zu können. Es wurde uns vorige Woche am Freitag, genauer gesagt, auch zugesagt durch den Kommissar oder durch die Kommission, dass auch die Fruchtwechsel nicht nur im Jahr 2022, die wir uns ja gemeinsam erkämpft haben, ausgesetzt wird, sondern auch im Jahr 2023. Wir können uns es auch nicht erlauben, irgendwie die Landwirtinnen auseinanderdividieren zu lassen beim Thema Bio und konventionell. Ich glaube, das ist auch im Burgenland ein enormes Thema. Gerade in dieser Situation brauchen wir das nicht. Wir können froh und dankbar sein über jede Landwirtin und über jeden Landwirt, den wir haben. Und wir werden ganz viel unternehmen müssen, sie am Hof zu halten. Das Thema immer Rahmenbedingungen zu schaffen, das versuchen wir auf allen Ebenen verstärkt mit den Funktionärinnen und Funktionären. Das, was uns noch fehlt, ist einfach auch geschuldet dem Krieg jetzt durch die Kostenexplosion in allen Bereichen, dass unsere Lebensmittel auch einen entsprechenden uns zustehenden Preis erhalten werden. Das ist das Um und Auf. Deshalb können wir diskutieren über Klima- und Umweltschutz so viel wir wollen. Es ginge und ginge ganz, ganz einfach regional, saisonal einkaufen bei den Produzenten vor Ort. Die Produkte schätzen, wie gesagt, und auch bereit sein, einen fairen Preis zu bezahlen. Das sind die Hauptthemen. Wir haben seitens der Kommission, das Allerwichtigste ist ja jedem bekannt, die Ukraine, die Kornkammer sozusagen Europas, ganz massive Probleme, obwohl seitens der Kommission sogenannte Solidarity Lines eingerichtet wurden. Das sind so Korridore, wo man jetzt versucht, Getreide aus der Ukraine zu bringen. Das funktioniert aber nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Es gab zwei Abordnungen des Agrarausschusses von Brüssel vor Ort, wo wir eigentlich festgestellt haben, dass die Mengen, also die Tonnen, von denen gesprochen wird, die werden ihre Korrektheit haben. Nur das Getreide, von dem wir reden, das ist da mehr als zwei Drittel Mais, die aus der Ukraine gebracht wird, die dann doch irgendwie den Weg über das Meer findet. Und dieser Mais landet schließlich bei den wirklich großen Schweinemästern in Spanien. Wir brauchen aber Weizen, um die Menschen versorgen zu können. Wir stehen wirklich vor größten humanitären Herausforderungen, denn
in Ländern wie Nordafrika, Libyen, Ägypten, um nur einige jetzt zu erwähnen, ist der Brotpreis zwischen 50% und 85% gestiegen. Was das für diese Menschen dort bedeutet, können wir uns nur im Entferntesten ausmalen. Das heißt, wir haben jetzt Sorge zu tragen, dass Weizen und nicht Mais das Land verlässt. Auch die Kommissionspräsidentin ist angehalten, Verantwortliche zu finden, die das auch gewährleistet. Ansonsten werden wir ein großes Problem haben und das können und wollen wir nicht. Wir wollen den Menschen vor Ort helfen, weil Europa, weil wir alle eine globale Verantwortung haben und wir ganz sicherlich als trotzdem jetzt gefordert, aber reiches Europa nicht zuschauen wollen, wie Kinder, Frauen und auch Männer Hunger leiden müssen. Deshalb volle Kraft voraus. Danke vielmals für die Einladung und ich darf unseren Nikita Lakovic weitergeben. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch meinerseits ein herzliches Grüß Gott. Der Ukraine-Krieg bringt es, dass wir erstmals sehr intensiv das Thema Lebensmittelversorgung, Sicherheit auch bei uns diskutieren. Wir bemühen uns ja schon seit langem, seit Jahren, das Thema Regionalität in den Vordergrund zu rücken. Wer regionale Lebensmittel kauft, stärkt die Bauern in der Region, wie es hier im Betrieb ist. Corona hat einen sehr starken Schub Richtung Regionalität gebracht. Es sind viel mehr Bauernläden entstanden, Direktvermarkter, auch in ganz Burgenland. Und dieser Trend wird anhalten. Und was im Kleinen regional verarbeitete Lebensmittel anlangt, so geht es aber auch um Getreide, um Milch, um Fleisch. Und auch da wollen wir die Versorgung der Bevölkerung absichern. Die heurige Getreideernte nähert sich im Burgenland dem Ende. Und wir können sagen, dass es uns gelingen wird, die heimische Bevölkerung mit Lebensmitteln ausreichend zu versorgen. Auch in Österreich, wo es nicht so starke Getreideanbaugebiete gibt. Das, was aber auch wichtig ist, dass die Bauern jetzt dann auch einen ordentlichen Preis für Getreide bekommen, weil die Bauern auch mit enormen Preissteigerungen konfrontiert sind. Der Düngerpreis hat sich vervierfacht, die Treibstoffpreise steigen, alle anderen Betriebsmittelpreise sind auch gestiegen. Jetzt geht es darum, dass unsere Betriebe wettbewerbsfähig bleiben. Daher ist es ja bundesseitig ein großes Entlastungspaket für die Bürger geschnürt worden, wo die Menschen direkt Geld bekommen, Familienbeihilfe erhöht wurde und viele andere Maßnahmen, die den Menschen die Teuerung abdecken sollen, dass sie sich eben das Leben leisten können. Und da gibt es auch für die Bauern das sogenannte Versorgungssicherheitspaket. Das sind rund 110 Millionen Euro, wo den Bauern abgegolten werden, sind diese gestiegenen Betriebsmittelpreise, Dünger, Treibstoff und so weiter. Wichtig ist, dass sie eben wettbewerbsfähig bleiben, unsere Betriebe, damit sie weiter regionale Lebensmittel erzeugen können. Denn wenn bei uns die Bauern zusperren müssen, dann wird es keine regionale Lebensmittelproduktion geben. Und ich bin dankbar der Bevölkerung, dass sie eben regionale Lebensmittel kaufen. Wie gesagt, verstärkt und immer mehr, weil sie damit auch den Kunden kennen und über Lebensmittel reden wollen und auch tun. Das, was die Abgeordneten des Europaparlaments angesprochen haben, das Thema der internationalen Versorgung. Es ist natürlich wichtig, dass das Getreide aus der Ukraine rauskommt, in den nordafrikanischen Raum, Pakistan bekommt von dort, Indonesien bekommt aus diesen Regionen Getreide. Und wenn das nicht klappen sollte, dann ist es wichtig, dass Europa hier eine Funktion übernimmt. Es hat auf der europäischen Ebene die Europäische Kommission den sogenannten Green Deal sozusagen präsentiert mit verschiedenen Strategien vor dem Ukraine-Krieg. Und da hat die Europäische Kommission vor, dass wir in Europa die Produktion zurückfahren, Dünger einsparen, weniger Lebensmittel erzeugen. Und ich fordere das schon seit längerem, dass hier nach dem Ukraine-Krieg die Kommission das neu bewerten muss. Wir müssen die heimische Bevölkerung in Europa mit ausreichend Lebensmitteln ernähren und ich finde, dass wir auch eine humanitäre Aufgabe haben, dass wir Lebensmittel in den Nachbarregionen dorthin liefern, wenn die Menschen es nicht von anderswo bekommen, eben in den nordafrikanischen Raum und so weiter. Daher erwarten wir, dass die Europäische Kommission hier das neu bewertet. Da gibt es enormen Widerstand, aber das fordern wir ein, weil es gilt, die Bevölkerung hier bei uns im Burgenland, in Österreich, in Europa, aber auch in unseren Nachbarregionen in der Welt zu ernähren. Herzlichen Dank. Danke, Niki. Ja, zur Gastgeberin. Carina, bitte. Ja, einen schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass unser Landesparteiobmann und EU-Abgeordnete Christian Sagatz, EU-Abgeordnete Simone Schmidbauer, das ist immer, fallen mir die Namen nicht ein, und unser Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer, Niki Belakovic, unseren Hof heute besucht haben.
Vielleicht kurz, ich glaube, die Journalisten werden nicht alle wissen, was wir am Hof haben. Wir sind ein reiner Familienbetrieb. Wir bewirtschaften einen gemischten landwirtschaftlichen Betrieb mit den Schwerpunkten Milchwirtschaft und Direktvermarktung in Form einer Mostbuschenschank. Wir halten Rinder, Schweine, Gänse, Enten, Puten und Hühner am Betrieb und betreiben Obst- und Ackerbau. Die Schweine schlachten wir am Hof direkt, werden verarbeitet. Das wird dann zu Fleisch- und Wurstwaren weiterverarbeitet, die wir bei der Mostbuschenschank vermarkten. Da haben wir 5-mal im Jahr offen für 1,5 Wochen. Die Milch verkaufen wir eigentlich zur Gänze an die Molkerei. Wir verkaufen auch Weidegänse zu Martini, also saisonbedingt, ja, und auch lebend. Geflügel wird verkauft. Und ja, also uns ist sehr wichtig, auch bei unserem Mostbuschenschank, dass wir vorwiegend eigene Produkte vermarkten, auch traditionell noch kalt, was im Burgenland auch nicht mehr so häufig anzutreffen ist. In Rocken zum Beispiel, weil wir gerade bei der Getreideernte erst waren letzte Woche, dann bringen wir nach Litzelsdorf zur Mühle, dort wird er gemahlen und dann bekommen wir Mehl retour. Also da ist uns die Kreislaufwirtschaft hier in der Region sehr wichtig, da achten wir darauf. Wir bewirtschaften ungefähr 1000 Streuobstbäume, fädeln wir komplett, also das wird nicht frisch verkauftes Obst, sondern das fädeln wir zu Most, zu Säften und zu Edelbränden, auch alles rein über die Buschenschank wird das vermarktet. Meine Mama und mein Papa sind schon in Pension, also offiziell im Ruhestand, inoffiziell noch am Betrieb tätig. Nach wie vor, mein Bruder arbeitet am Betrieb, seine Freundin und ich. Mein Mann ist nicht in der Landwirtschaft tätig, der ist auch selbstständig, aber in einem anderen Bereich. Was mir auch sehr wichtig ist, ist Kindern und Jugendlichen die Landwirtschaft näher zu bringen. Deshalb habe ich auch die Seminarbäuerinnenausbildung 2014 beim Ländlichen Fortbildungsinstitut absolviert, war sehr lange im Bezirk unterwegs in den Volksschulen und biete auch Schule am Bauernhof an. Das ist auch ein Zertifikatslehrgang beim LFI. Werbung mache ich keine, aber ich habe heuer 350 Kinder im Betrieb gehabt, weil die Lehrer meine Kontaktdaten haben und ich, weil es mir einfach so ein wichtiges Thema ist, schaue ich, wenn es möglich ist, dass ich da einen Besuch auch, ja, das zu uns kommen können, die Kinder. Ja, als Agrarsprecherin der Volkspartei ist es mir ein großes Anliegen, die heimische Landwirtschaft zu stärken. Wir haben Bäuerinnen und Bauern und Winzerinnen und Winzer, die extrem hochwertige Rohstoffe erzeugen, diese dann ab Hof in den Manufakturen und in den lebensmittelverarbeitenden Betrieben auch weiterverarbeiten zu feinsten Genuss und Lebensmitteln. Und für mich hat die heimische Landwirtschaft oder die Erzeugung von heimischen Lebensmitteln oberste Priorität, denn wir haben gesehen, die Versorgungssicherheit, wir haben das auch schon in den Vorreden gehört und der Corona-Pandemie und der Ukraine-Konflikt hat das auch gezeigt, die Versorgungssicherheit muss an erster Stelle stehen für die Bevölkerung, für unsere Bevölkerung und auch, wenn es möglich ist, noch natürlich unterstützend für also im Ausland und in der EU, weil das bringt Wertschöpfung auch in den Regionen, bringt Arbeitsplätze und schont durch kurze Transportwege auch unser Klima. Damit unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe auch weiterhin gute politische Rahmenbedingungen zum Arbeiten vorfinden, zum Wirtschaften vorfinden, damit sie auch ihre wertvolle Arbeit für die Gesellschaft erfüllen können, brauchen sie gute Rahmenbedingungen. Ich glaube, da muss und soll auch das Land Burgenland aktiv werden, denn ich glaube, man sollte nicht durch Hürden die Betriebe am Wirtschaften hindern, sondern versuchen, dass so viele Betriebe wie möglich weiter wirtschaften. Ein Beispiel, wo die Landespolitik einen sinnvollen Schwerpunkt setzen könnte, wäre beim Erhalt und beim Ausbau von regionalen Wertschöpfungsketten, vom Acker bis auf den Teller aus dem Burgenland. Davon würde die Landwirtschaft, die Wirtschaft und die Bevölkerung profitieren. Ich bin der Meinung, dass wir alle Formen brauchen der Landwirtschaft. Wir brauchen die Bio, genauso wie die konventionellen, die kleinen, genauso wie die großen, die an den Handel vermarkten, genauso wie die direkt vermarkten. Wir brauchen eine schlagkräftige Landwirtschaft, genauso wie Klein- und Kleinstbetriebe. Wir haben ganz unterschiedliche Kundenwünsche und ich glaube, es ist wichtig, dass wir so viel wie möglich durch die eigene Produktion im Land, in Österreich abdecken können. Ja, heuer habe ich mir den Schwerpunkt in der politischen Vertretungsarbeit gesucht bei den Junglandwirten. Weil ich glaube, also das sind die regionalen Versorger von morgen, also das ist so. Wenn Betriebe übernommen werden, dann ist auch für die Zukunft die Ernährungssicherheit gesichert. Österreich hat im Vergleich zu anderen Ländern in der Europäischen Union sehr
junge Landwirte, den höchsten Anteil der Junglandwirte, also bestätigt die Simone da, wenn junge Menschen eben die Höfe übernehmen, dann können auch in Zukunft wir uns mit regionalen Produkten versorgen. Und dazu brauchen wir aber auch Rahmenbedingungen, die den jungen Menschen leichter machen, Höfe zu übernehmen und eben nicht bürokratische Hürden diese noch hindern. Ja, also man sieht, ich glaube, wir alle arbeiten jeden Tag daran, egal jetzt in welcher politischen Funktion, für die regionale Lebensmittelversorgung und Sicherheit Rahmenbedingungen zu schaffen. Damit möchten wir den Burgenländerinnen und Burgenländern, aber auch den Österreicherinnen und Österreichern die Möglichkeit geben, im Regal zu heimischen Produkten zu greifen. Denn das ist halt nicht mehr selbstverständlich, das zeigen die weltweiten Krisen und es gibt noch vieles zu tun und ich freue mich, ich glaube, ich denke alle, dass wir uns da gemeinsam noch in Zukunft auch einsetzen dürfen. Danke. Danke Carina, danke Simone, danke Niki. Mikrofon bitte. Ich war schon bei den Fragen gewesen, aber gut. Vielleicht ein Gedanke dazu. Egal auf welcher Ebene man politisch tätig ist, eins darf man nicht außer Acht lassen, das hat in Burgenland eine große Tradition. Man muss auch den Dialog und den Meinungsaustausch pflegen. Und das gilt in der Politik mit politischen Mitbewerbern, das gilt mit anderen, die am Tisch sitzen und ganz besonders auch mit der Bevölkerung. Und deswegen ist mir auch wichtig, dass wir versuchen, möglichst viele Menschen heute direkt persönlich zu erreichen. Wir haben eine lange Zeit hinter uns gebracht mit Covid, wo die Videokonferenz das Maß aller Dinge war. Wir müssen wieder aus den Büros hin in die Werkstätten, in die Betriebsstätten, auf die Straße, in Restaurants, in Gasthäuser und dort direkt die Fragen und die berechtigten Sorgen uns anhören und in die politische Arbeit mit aufnehmen. Und das zeichnet die Volkspartei aus. Das unterscheidet uns von anderen politischen Mitbewerbern. Wir sitzen nicht in Eisenstadt und glauben, bei allen Themen alles besser zu wissen, sondern wir fahren kreuz und quer durchs Land, in alle Regionen, in alle Ortsteile, 328 Ortsteile haben wir, 171 Gemeinden und für die Volkspartei nehme ich in Anspruch, gerade auch, weil wir Richtung Gemeinderatswahl am 2. Oktober gehen. Wir sind überall zu Hause und möchten dort auch die Meinungen, Ideen, die berechtigte Kritik und die Anregungen der Menschen aufnehmen. Heute Startschuss, 100 Stationen jetzt im Sommer und den Startschuss bei der Familie La Chauvelouf mit dem großen Vorteil, da geht man immer mit einem guten, gestärkten Jausenpaket nach Hause. Es ist einer der schönsten Auftaktveranstaltungen, die man sich wünschen kann.